Thema heute, wir sind in der 9. Klasse und haben uns mit quadratischen Funktionen beschäftigt. Und jetzt geht es um die Anwendung. Nochmal eine Kleinigkeit, ich möchte nochmal auf was verweisen. Wir brauchen es ja in nächster Zeit ganz besonders, auch den Pythagoras und solche Dinge. Da verweise ich nochmal auf ein anderes Video. Bloß mal ein Beispiel, ich habe eine lineare Funktion. Erstmal jetzt eine lineare. Und die nennen wir f von x. Wir wissen jetzt nicht, wie die heißt. Aber wir möchten Folgendes rausfinden, und zwar von hier bis hier diese Strecke. Ich erinnere an den Pythagoras, dann lässt sich Folgendes ablesen. Da muss ich mir eine Art Arbeitsskizze machen, die sieht so aus. Ich bastel mir ein Dreieck, das ist ein Steigungsdreieck. Hier habe ich den x-Wert, hier habe ich den f von x-Wert, also den y-Wert. Hier ist y, hier ist x. Und dann kann ich auch die Länge mit dem Pythagoras berechnen. Ich möchte bloß noch mal darauf hinweisen. Ist auch in anderen Videos noch mal erklärt. Wäre jetzt nicht das Problem. Aber zurück zu unseren quadratischen Funktionen. Die sind viel spannender. Also hierauf bitte mal das Augenmerk legen, dass man auch Pythagoras mit Funktionen in Zusammenhang bringen kann, ne? Also immer locker bleiben. Werden wir noch sehr oft brauchen später. Noch mal zum Graphen einer quadratischen Funktion. Lass den mal hier irgendwie laufen. Dann haben wir hier oben den Scheitelpunkt. Was heißt der Scheitelpunkt aber noch? Also Scheitelpunkt heißt, was heißt noch Scheitelpunkt? Also was bedeutet das hier, Scheitelpunkt? Ganz genau. Das ist zum Beispiel unter vielen anderen Begriffen auch sozusagen so ein bisschen das Ende des Aufstiegs, das finde ich gar nicht so schlecht, diesen Ausdruck. Des Aufstiegs. Das Ende des Aufstiegs. Das heißt, ab da geht es bergab. Nehmen wir mal einen ganz anderen Zusammenhang. Nehmen wir mal an, wir nehmen eine Petrischale. Petrischale, füllen da eine Nährlösung rein. Und auf diese Nährlösung drauf, da geben wir ein paar Bakterien. So. Dann lässt sich Folgendes beobachten: Das machen die Chemiker gerne. Die geben eine Nährlösung rein in eine Petrischale. Stellen diese Petrischale schön warm, tun da ein paar Bakterien drauf und irgendwann sind so viele Bakterien, haben die sich furchtbar viel vermehrt. Beispiel aus 1 durch Zellteilung werden wieder 1 und 1, also 2, aus denen werden dann 4, aus denen werden dann 8 und so weiter und so fort. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die haben die ganze Petrischale bevölkert. Was passiert dann? Irgendwann ist leer gefressen, ne? Das heißt, irgendwann hat dieses ständige Wachstum bis zu Quadrillionstel oder sonst wie viel, hat das ein Ende. Und was geht da? Da ist das Ende der ganzen Geschichte. Es geht bergab. Das heißt, wie kann man zu diesem Punkt noch sagen? Das ist ein Maximum. Ne? Ende des Aufstiegs, oder wir sagen einfach ein schönes Wort dazu, das ist das Maximum. Jetzt kann ich das aber auch umdrehen. Was war denn das? Maximum. Gut, jetzt kann ich die ganze Geschichte auch umdrehen und sage, naja, dann nehme ich mir mal so einen Graphen hier und lege den irgendwo hier in die Landschaft, dann ist das logischerweise das Minimum, ne? Oder? Bis dahin klar, gut. Und jetzt kommen wir mal zu einer Anwendung und wir sagen mal Folgendes. Und jetzt schreibt mal am besten stille mit und sobald es irgendeine Frage gibt, weil ihr müsst das wirklich komplett verstehen, diese Vorgehensweise, sobald es irgendeine Frage gibt,